Liebe Freunde, Folge 48, immer noch selbes Bild wie am Ende der letzten Folge. Ach, jetzt hat sich's geändert. Und ich begrüße euch natürlich herzlich zu Sky. Wir wollen jetzt in Mercers Haus einsteigen. Und dafür laufen wir jetzt hier mal so ein bisschen rum. Und wie scheint das scheint schon das Haus zu sein, wa? Warte mal, hier geht's hoch. So. Schlüssel erforderlich. So ein widerlicher Sack namens Vault. Ich dachte gerade über meine Experimente nach. Ingun? Wer bist du denn? Heute bin ich mit meinen Gedanken ganz bei meinen Experimenten. Was brauchtet ihr doch gleich? Seid ihr ein Alchemist? Diesen Titel möchte ich erwerben, ja. Aber der Weg dorthin ist mit losen Pflastersteinen und tödlichen Fallgruben gepflastert. Meister Elgrim sagt, ich sei ein Naturtalent. Aber ich fürchte, damit verbirgt er nur seine Unduldsamkeit gegenüber meinen Fehlern. Meine fehlerhaften Formeln haben Meister Elgrim schon ein Vermögen an Zutaten gekostet, die zum Teil fast unersetzlich sind. Welche Zutaten braucht ihr? Um Meister Elgrims Vorräte wieder aufzustocken, benötige ich 20 Totenglocken, 20 Tollkirschen und 20 Nirnwurze. Okay. Höre ich da etwa euer Interesse, diese seltenen Zutaten für mich zu sammeln? In Ordnung, ich werde sie euch besorgen. Das bedeutet mehr Zeit für meine Experimente und weniger Zeit auf dem Feld. Ich bin euch sehr dankbar. Was fasziniert euch so an der Alchemie? Es ist erhebend, die Wirkungen meiner Tränke auf den Körper zu beobachten. Zu sehen, wie das Herz aufhört zu schlagen. Die Augen erblinden. Wir bestehen aus tausenden von Teilen mit tausenden verschiedenen Funktionen, die alle zusammenwirken, um uns am Leben zu erhalten. Doch wenn nur ein einzelnes Teil unserer unvollkommenen Maschine versagt, versagt das Leben. Da wird einem bewusst, wie zerbrechlich, wie fehlerhaft wir sind. Was mich so fasziniert, wollt ihr wissen? Die Ironie. Die Ironie, dass dieselbe Welt, die uns das Leben gab, uns auch die Mittel für den Tod gibt. Die macht mir Angst. Okay, könnt ihr mir etwas über die Zutaten sagen? Beispielsweise, wo ich die finden kann, liebe Ingun Schwarzdorn. Nirnwurz ist am einfachsten. Sie wächst am Wasser und gibt ein einzigartiges Glockengeräusch von sich. Der einzige Nachteil ist, dass sie nach der Ernte nicht mehr nachwächst. Die Tollkirsche wächst im Kiefernwald und in sumpfigen Tundra-Regionen von Himmelsrand und hat eine unverwechselbare sternförmige Blüte. Schließlich haben wir noch die Totenglocke, die nur in sumpfigen Tundragelände wächst. Ihre umgedrehten, bläulich-lilafarbenen Blütendolden sind unverkennbar. Okay. Das kriegen wir irgendwie hin. Erzähl mir etwas über deine Familie. Meine Familie? All dieser Reichtum und sie verschwenden ihn für törichte Unternehmungen und politische Intrigen. Ich bin für Höheres bestimmt als für all dies hier. Ich möchte mein Leben und mein Talent dunkleren Kreisen widmen. Wenn meine Mutter mich nur machen ließe, wäre sie bestimmt stolz auf mich. Ich kann meine Experimente erst abschließen, wenn ihr mir diese Zutaten gebracht habt. Nein. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz so sicher, ob es gut war, diese Quest zu holen. Sag mal. Also nebenbei. Aber. Ist das hier etwa das Ding, wo wir hin müssen? Nee, das ist das daneben, wa? Das Ding. Was war das? Das war gar nichts. Das war schon mehr, wa? Wald. Schlüssel zum Mercers Haus. Soll man die beschissene Rampe denn da runterkriegen? Ah, ich hab ne Idee.
Dafür nehmen wir mal einen Pfeil. Zwergenbogen. Upp. So. Dann gehen wir wieder auf die Klinge der... Nee, nicht kaiserliches Schwert. Klinge der Nachtigall. Auch so ein kurzer Dolch hier. Wir haben ja einen Schlüssel. De facto sind wir eigentlich berechtigt, das Haus zu betreten. Der wurde uns ja praktisch vom Wald in die Hände gelegt. Praktisch, naja, der lag ja da so griffbereit und Wald hatte auch nichts dagegen, dass wir uns den nehmen. Fragen wollten wir ja nicht. Also, naja. Was? Ach, warte, Banditen befinden sich im Haus. Wald scheint das... Doch, niemand hier. Wald scheint das Haus aber ziemlich gut bewacht zu haben. Wahrscheinlich gleich mal ein paar Freunde eingeladen, ne? Ach, gucke mal an. Komm, such mich. Was? Aha. Wie geht er denn jetzt? Mein Verstand spielt mir Streiche. Was war das? Reiße euch! Oh. Sticke! Egal. Unser Khajiit-Freund war sich also so sicher, dass er uns ein Stück reißt. Jetzt liegt er trotzdem hier. Dietrich Gold. So. Okay, der Türriegel sitzt hier also sehr fest. Interessant. Schäbige Robe wollen wir nicht. Wenn der nur Instandhaltungskosten zahlt. Ach, hier sieht es ja relativ gut aus. Aber wohnt der Wald selbst hier drin oder was? Sieht ja nämlich eher danach aus, als... würde der sich hier drin umtreiben. Sieht nicht so aus, als würde Mörser hier wohnen. Andererseits, naja. Weiß nicht, ob Wort genug. Das hat also einen Kleiderschrank. Im Kleiderschrank hat er Gold und einen Rubin, natürlich. Das Erwachen der Nord. Warum auch nicht? Ich habe auch im Kleiderschrank einen Rubin hängen. Sieht hier unten aber auch geil aus, so ein bisschen, ne? Der Riegel sitzt fest und lässt sich nicht öffnen. Hier läuft doch noch jemand außer mir. Das scheint hier... Naja, das scheint ja irgendwie hier unten doch benutzt zu sein. Nur oben war ein bisschen zugerumpelt. An den Eigentümer. Okay. Das heißt, da befindet sich weiter unten irgendwas, Geldbeutel.
haben wir, na gut, wenn da eine falsche Rückwand ist, werden wir uns natürlich erst bei unten umschauen. Weil... hier unten ist ja manchmal auch noch was Interessantes. Zum Beispiel ein Heiltrank. Ein Hahn. Was soll man mit einem Hahn nehmen? Wir mit... auf jeden Fall Knoblauch. Hm. Was ist denn hier? Es gibt hier etwa U-Bahnen oder was ist das? So, in dem Nebenraum hatten wir ja gerade einen Schrank mit falscher Rückwand. Lass mich raten, auch dieser Riegel sitzt fest. Jawohl. Das scheint einfach bloß ein zweiter Kellerraum zu sein, wenn ich jetzt gerade richtig sehe. Mit Durchbruch zur Kanalisation. Ui. Wenn das mal nicht überraschend ist. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, der hat da zwar einen Arbeitsplatz gehabt, aber anscheinend hat das Ding... Na? Was kommt jetzt? Ui. Das dachte ich mir schon. Ja, was kommt jetzt? Auch das dachte ich mir. Pass auf, da ist nur Ramsch drin. Na gut, Ramsch ist untertrieben, aber... Oh! Scheint ja ziemlich Schiss zu haben, dass man den hier mal irgendwie erwischt. Alter, der hat ja aber auch Sicherheitsvorkehrungen da. Ein leerer Sack. Was war denn hier? Wenn wir hier wieder Schiss haben, dass sie gleich als Luftflug gerade. Ja. Warum wundert mich das jetzt eigentlich nicht? Begräbnisurne. Dralle Argonische Maid, okay. Interessante Bücher, da unten liegen die rote Küche. Schleichen verbessert. Vielen Dank und ein Plan. Dazu noch eine normale Zwergentruhe mit einem Kupfer, die Alter. Was der alles hat hier unten. Ein Sack voller Äpfel. Da geht's dann weiter. Ein Expertenschloss, das werden wir danach. Erstmal lesen wir vielen Dank. Üblichen Versteck, okay. Du hast was Pläne. Ah. Da haben wir da. Oh, was ist denn? Hallo. Smaragd. Makelloser Smaragd. Granatstein, Granatstein.
Goldener Ring. Makellose Amnestit. Amnestit. Büste des grauen Fuchses. Nehmen wir mit. Oh, verdammt. Probieren wir mal alle Stellungen so ein bisschen. Halt, Moment, das kommt dann jetzt in den falschen Hals bekommen. Probieren wir mal aus, dieses Schloss in allen Positionen so ein bisschen zu bewegen. Okay, in der Position sind wir also schon fast richtig. Okay. Das war fast richtig. Aber fast richtig ist halt nicht offen. Verdammt! Nein! Okay. Komm schon, jetzt. Aha, sehr gut. Eisspalter. So, jetzt haben wir die Büste des Graufuchses gefunden. Die können wir nochmal in Delvin dann verscherbeln. Müssen wir irgendwo wieder hin. Wo geht das denn hin? Rattenweggewölbe. Nee, da wollen wir jetzt nicht hin. Wir gehen einfach wieder zurück. Oder doch, wir gehen einfach in den Rattenweg. Scheiß auf zurück. Rattenweggewölbe ist ja eigentlich direkt in der Nähe, wenn ich mich richtig erinnere, war. War das nicht hinten dann einfach raus? Ich glaube ja, ne? Das war doch hinten raus, Rattenweggewölbe. Das war doch da, wo mit dieser seltsamen Tür, wo der S-Bären drin wohnt oder so. Flap. War das nicht hier? Doch. Ach, sieh mal einer an, da hat der so ein Geheimversteck direkt in der Nähe von einer zersplitterten Zisterne oder zersplitterten Flasche. Naja. Vom wegen, der wohnt da gar nicht drin. Der scheint da ziemlich oft zu sein. Ansonsten hat er nicht alles planen können. Delvin, mein Freund. In den Rücken. Keine Zeit für lange Worte. Ich muss Mercer finden, bevor er mich findet. Was wollen wir denn jetzt mal fragen, bevor wir den grauen Fuchs abgeben? Ach ja, Delvin, übrigens, dein Hosenstall ist offen. Oh ja. Nach dieser kleinen Schönheit habe ich gesucht. Das, wenn ihr wieder einmal seltene Schmuckstücke wie dieses findet, dann bringt sie zu mir. Ich verspreche euch dafür eine schöne Belohnung. Nein, danke. Das muss von Mercer stammen. Er hatte eine Weile großen Respekt vor dem grauen Fuchs. Klar, das kaufe ich. Hier, bitte. 300 Gold, okay. Das wird gefährlich. Lasst euch nicht überrumpeln. Ich habe meine Armbrust, ich habe mein Skill, ich habe meine Noob-Fähigkeiten. Deshalb habe ich keine Angst vor Mercer. Mercy. Mercenary, wa? So, den holen wir uns jetzt, den kaufen wir uns jetzt, den machen wir platt. Hoffe ich doch zumindest, dass wir den platt machen. Wäre nice, wenn das gehen würde. Können wir dann so die Armbrust wegschmeißen. So, ach, die Büste vom grauen Fuchs steht jetzt. Wir haben die Stadt abgesucht und mit jedem Kontakt gesprochen. Mercer bleibt spurlos nicht verschwunden. Ganz, denn ich habe seine Pläne. Hattet ihr mehr Glück? Er war Hattet nicht ihr mehr da, Glück? Aber ich habe diese Pläne gefunden, die er neben seinen perversen Hentai-Büchern liegen lassen hat. Ne? Ich erinnere mich bloß an die Dralle Agonische Maid oder so. Bei Shaws Bart. Oh ja. Er ist hinter den Augen der Falmer hier? Das war Gallos Projekt. Wenn er sie in die Hände bekommt, hat er ausgesorgt und wird für immer verschwinden. Dann müssen wir ihn aufhalten. Einverstanden. Er hat der Gilde alles genommen und sich eines der letzten großen Beutestücke schnappen zu wollen, ist eine Beleidigung. Ich habe mit Kalia gesprochen und sie für die Behandlung durch die Gilde entschädigt. Nun möchte sie mit uns beiden reden. Okay. Schnell. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Kalia! Ich hänge fest, okay. Kalia. Ich verspreche euch, all eure Fragen werden beantwortet.
Vertrauen wird hier nicht gerade gefordert. Okay. Jetzt nicht, Bürschchen. Kalia hat gesagt, es sei wichtig. Okay. Ich verspreche euch, all eure Fragen. Brynjolf, es ist Zeit, über Mercers Schicksal zu urteilen. Bis ein Gildenmeister gewählt ist, kommt diese Entscheidung euch zu. Was guckt ihr mich an? Ja, und ich habe eine Entscheidung getroffen. Mercer Frey hat versucht, euch beide zu töten. Er hat die Gilde betrogen, Gallus ermordet und unsere Zukunft gefährdet. Er muss sterben. Wir müssen sehr vorsichtig sein, Brynjolf. Mercer ist eine Nachtigall, ein Agent von Nocturnal. Dann ist es alles wahr. Alles, was ich gehört habe. Die Nachtigallen, ihre Loyalität zu Nocturnal und das Dämmergrab. Ja, darum müssen wir uns bereithalten und Mercer auf Augenhöhe begegnen. Okay. Direkt außerhalb von Rifton, hinter dem Südosttor, führt ein schmaler Pfad den Berghang hinauf. Am Ende dieses Pfades befindet sich eine Lichtung mit einem alten stehenden Stein. Ich möchte euch beide bitten, mich dort zu treffen. Okay, dann leveln wir uns schnell noch auf. Gesundheit. Hachi. Und gleich stimmst du, so viel erhöht worden. Ah, schießt du. Alter, das gibt's doch nicht. Hier wird doch ja nicht. Mit beiden so kurz davor, ganz im Ernst, das ist nicht akzeptabel, liebe Freunde. Genauso inakzeptabel ist es, dass ich euch hier wieder längere Folgen durchgehen lasse. Deshalb sage ich Tschüss und bis zur nächsten Folge von Skyrim. Bis dann, nee.